Hey Bros, ich bin Jack Daniel. Weiter geht's mit Battlefield 1. Wir spielen den neuen Spielmodus. Sein Light of Sight, keine Ahnung. Also auf jeden Fall werde ich heute das kurz ein bisschen erklären. Und dieser Spielmodus ist, naja, keine Ahnung, worum der da ist. Da haben sich auch einige YouTuber schon ein bisschen aufgeregt darüber. Ja, so ein paar serious Battlefield-YouTuber, die ja voll die Ahnung haben. Und keine Ahnung, ich find's, ich weiß es noch nicht. Es ist eigentlich im Prinzip, wie man hier sieht, Rush. Nur, dass man halt eben Rush spielt mit Medics und Sniper only. Sniper machen mehr Damage. Und also mit einem Schuss eigentlich irgendwo in den Körper sind die Gegner eigentlich down, soweit ich weiß. Ich glaube, da ist ein doppelter Kugelschaden. Ja, yep, der hat mich auch erwischt. Da sehen wir es dann eben auch. Und das ist eigentlich der Clou der ganzen Sache. Ja, man spielt Rush. Es dauert um einiges länger, bis man hier wieder beitreten kann. Ja. Und ja, man kann eben nur als Sunny oder als Speer in der ganzen Sache da irgendwie reinspawnen. Und ja, ich bin mir nicht sicher, was ich zu dem Modus jetzt auch wirklich sagen soll. Keine Ahnung, ich denke, das ist jetzt nicht irgendwie das, was alle irgendwie warten oder hier voll geil oder keine Ahnung, weißt du. Also da muss schon ein bisschen mehr her und das ist ja eigentlich nur ein bisschen modifiziert. Das ist ja nicht in dem Sinne ein neuer Spielmodus, ist es ja nicht unbedingt. Das ist eigentlich, das kannst du ja auch machen. Das hat mich direkt weggemacht. Das kannst du eigentlich auch machen, wenn du irgendwie den eigenen Server mietest und dann kannst du dir einfach, ja, die Settings einstellen. Zum Beispiel hier, die Waffen machen mehr Damage, diese Klassen darf man nicht spielen und fertig. Und das kann auch einer machen, der einen eigenen Server einfach hat und mietet. Also kann man da das irgendwie schlecht als neuen Modus jetzt wirklich verkaufen. Das ist eher so eine kleine, ja, Spielerei eher. Ja, so wie zum Beispiel auch bei Battlefield 4 hier oder auch Battlefield 3 Waffenmeister und so weiter. Das, mehr ist das eigentlich nicht. Obwohl, Waffenmeister war immer sehr geil. Ich hoffe auch wirklich, dass Waffenmeister in Battlefield 1 kommt. Ja, wenn Waffenmeister in Battlefield 1 kommt, das wäre so fucking geil einfach. Und den haben wir schön weggerotzt. Alles mal ein bisschen Medic spielen. Mit Medic kann man hier ein bisschen mehr reißen. Und ja, das ist hier meine neue Medic-Lieblingswaffe, die ich hier gerade spiele. Die finde ich richtig nice. Und sieht man auch, denke ich, wie das sich mit der halbwegs gut was kann. Ja, B müssen wir uns noch schnappen. Komm, 14 Tickets für B. Sollte reichen, Jungs. Komm. Ja, und das Ganze ist ja auch nur auf Suez spielbar. Okay, wenn die Sniper da drüben rumstehen, wisst ihr was? Dann kriegt ihr mich auf jeden Fall nicht, wenn ich mich hier so hinlege. Oder auch schon. Egal. Auf jeden Fall mal zünden. Ich meine, ich finde es ja okay, dass sie wirklich versuchen, was Neues zu bieten, die Entwickler. Okay. Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Der ist tot. Oh, die sind auch tot. Aufpassen, dass sie aber keine. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aufpassen, dass hier nicht irgendjemand da ist, der für ihren Tod verantwortlich ist, weil dann könntest du auch sterben. Ja, aber jetzt brauche ich halt wieder ewig, bis ich wieder spawne. Wenn man gerne Medic spielt, ja. Wenn man gerne Sniper spielt, ja. Kann man so ein bisschen die Klassen ein bisschen leveln. Das finde ich halt eben das Coole dran. Man kann ein bisschen die Klassen leveln. Man kann halt eben hier sich da hinsetzen und sagen, okay, weißt du was, jetzt kann ich halt eben nur Medic spielen und nur Sniper und vielleicht finden sie auch einige richtig cool. Ja gut, hier kann man auch mit dem Pferd ein bisschen spielen, wenn man möchte. Oh, ist nicht mehr verfügbar, dieser Einsatzpunkt. Ja, dann komme ich einfach hier hin. Irgendwo. Ja, und das Blöde ist halt eben, jemand wird halt eben direkt, ja, ins Visier genommen von den Snipern da drüben. Also wirst du eigentlich direkt gespawn-killed, außer du schaffst es irgendwie hier. Zickzack rumzulaufen, aber meistens schaffst du es nicht. Ja, und ich war bis jetzt auch immer im Angreifer-Team. Ja? Ich habe noch gar nicht verteidigt hier. Ja? Deswegen werden wir jetzt auch mal verteidigen, das Ganze. Deiner hatte einen 25 zu 4. Ja, der ist sowieso nur mit einem Sniper irgendwo im Busch gelegen und hat drauf reingehauen. Ja? Und ja, nochmal kurz an die Leute, die mich auch hier bei Battlefield öfter, ja, verfolgen, zuschauen und auch die Videos gucken von Battlefield 1. Ja, gezündete Bomben 1, wow. Und entschärfte Bomben 1, wow. Ihr wisst ja sicher, dass ich mich in letzter Zeit so ein bisschen aufgedeckt habe. Ja, wegen dem V-Sync und wegen FPS und so weiter und alles. Und dass ich das nicht aufnehmen konnte und ich wusste nicht warum und keine Ahnung. Und Frame Drops und was weiß ich was alles. Da habe ich echt viel rumgeheult, ich weiß. Und war ja auch berechtigt. Aber jetzt habe ich was gefunden, was mir geholfen hat. Wollte ich noch so kurz noch nebenbei sagen. Hier im Ladebildschirm passiert eh nichts. Kann ich ein bisschen drüber labern. Ich habe ein Programm gefunden, das heißt NV Inspector, also Nvidia Inspector irgendwas, keine Ahnung. Und da kann man dann die Frames, die angezeigt werden im Spiel,
reduzieren. Bei mir ist halt eben aufgefallen, warte mal. V-Sync hast du weniger FPS, da hast du 60. Mache ich V-Sync aus, habe ich aber über 130 FPS, 140 FPS bei diesem Spiel. Und dadurch muss der PC mehr arbeiten, ja, weil eben mehr FPS angezeigt werden. Man braucht aber nicht wirklich mehr FPS als 60. Jetzt habe ich das Ganze halt eben hier runtergemacht, die FPS, auf 65. Man kann nämlich mit diesem Programm, mit dem NV-Inspektor, die FPS festlegen. Jetzt habe ich halt eben nur 65 FPS, habe das ganze Spiel aber auf Ultra. Ja, wenn man hier guckt, ich habe das ganze Game auf Ultra, ja, also alles wirklich auf Max und habe aber, ja, wie gesagt, die FPS limitiert. Ich habe das nämlich hier bei GeForce Experience, sehe ich, wie viele FPS da laufen, und da habe ich mir immer gedacht, warte mal, warum ist da die Leistung denn am Arsch? Ja, ist ja klar, weil der PC muss mehr arbeiten, der muss mehr Frames per Second halt eben berechnen und dadurch entsteht mehr Leistung, ja, aber wir brauchen nicht mehr als 60 FPS, ja, deswegen bin ich da drauf gekommen und habe das jetzt endlich mal gefixt, ja. Ich habe gedacht, hier, das ist schuld und hier und da und keine Ahnung. Jetzt läuft's, ja, jetzt läuft's und ich bin froh drum, dass man jetzt endlich mal, ja, auch mit Cam und alles aufnehmen kann, ohne Probleme. Ja, und falls ja noch irgendjemand mal das Problem haben sollte, dann wisst ihr Bescheid. Holt euch dieses Programm und, ja, ihr müsst einfach nur eure FPS limitieren, das war's. So, hier haben wir schon ein paar Sniper, das hier dahin gehauen. Und ich guck mal, dass ich hier ein bisschen vorlaufe. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen. Und ich muss nur sagen, dadurch, dass ich jetzt wirklich auch im Spiel konstant diese 60 FPS halt eben hier habe, läuft das Spiel auch besser. Weil davor hatte ich immer diese mal mehr FPS, mal weniger FPS, mehr FPS, weniger FPS. Und das hat auch genervt. Aber jetzt ist es gut, da hinten war jemand, ich hab den noch gesehen. Ich kann da nicht einfach da lang. Hab ihn. Nicht, dass hier noch einer ist. Da. Oh, aber der hat mich jetzt direkt weggemacht mit der Infanteriewaffe. Scheiße, haben wir noch genug Gegner? Ja, 6 gegen 7 sind's. Egal, ich werde das Video mal limitiert auf 10 Minuten. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen das hier zeigen und auch mal kurz Bescheid sagen. Ey, ich habe endlich mal das Problem gelöst. Was ich wirklich schon sehr lange habe. Hier, die Selbstladebüchse Modell 8. Das ist für mich im Moment die, ja, die beste Waffe für einen Medic. Im Moment. Das ändert sich immer. Ja, das ist immer so ein bisschen am Variieren, aber das ist im Moment so für mich die beste Waffe. Sagen wir mal, in diesem Trupp hier, der voll ist. B haben sie sich geholt. A werdet ihr nicht kriegen. So. Ich schaue einfach, dass meine Sniper hier im Leben bleiben. Und diese Leute hier. Und dann werden die sich das schon nicht schnappen. Oder ich mache ein bisschen auf cool. Oh! Und werde vom Pferd weggemacht. Holy shit. Naja. Ja, aber wenn halt im Team wieder nicht genug Medics unterwegs sind und ihr, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie nur einen Medic. Und der hat irgendwie keinen Bock, mich zu holen. Der ist jetzt beim Pferd, okay. Er hätte jetzt auch wieder zurück. Der hätte ich nicht abhauen sollen. Der hätte mich eigentlich wiederbeleben können. Er ist unter Beschuss. Ich glaube schon, ein paar Sekunden noch. Es ist irgendwie ein langwieriger Modus auch. Also wenn du stirbst, brauchst du 10 Jahre, um wieder reinzukommen. Also Action ist anders. Und die Typen sollten jetzt alle bei A sein. Aufpassen, dass er nicht drüben noch jemand ist. Ich muss das Ganze hier auch ein bisschen anders noch einstellen, dass man das nicht so krass sieht. Also vom Transparenzmodus her. Oh, da ist einer drin. Da ist jemand drin, das habe ich gesehen. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie. Oh, 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 oh. Nice. Oh, shit. Da ist der Hut, den hole ich aber wieder. Komm her, mein Freund. Lebe. Nice. Okay. Oh, 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 oh. Scheiße, da unten habe ich. Werde ich jetzt auch wiederbelebt oder nicht? Oh, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Also der neue Modus, glaube ich, macht nur Bock, wenn man das vielleicht mit einem vollen Squad spielt, wo man die Leute kennt. Und die auch wirklich, ja, miteinander schön spielen. Komm, ein Leben machen wir noch.
ein Leben, mach mal noch. Und dann höre ich auf. Denn es ist langweilig. Ich meine, guck mal, die Leute, die reviven nicht mal. Ja, also wir müssen Medic, revive nicht. Ah, jetzt hat das, jetzt wollte das. Okay. Da kommt auch später auf die Idee, dass man nochmal reviven sollte. So. L-Gamer. Und den habe ich erledigt. Den haben wir erledigt. Ich laufe mir das ein bisschen vor, weil hier passiert nicht wirklich was. Ob ich hier jemanden sehe. Ah, das war nichts. Na gut, Leute. Das war eine Runde Battlefield 1, Line of Sight oder keine Ahnung, ein total unnötiger Spielmodus. Ich meine, lasst euch ein bisschen was Besseres einfallen, Dice. Ja, lasst euch was Besseres einfallen. Dieser Modus ist totaler Schrott, den spielt man einmal und nie wieder. Man sieht es auch bei der Serverliste, also das spielt kaum jemand. Ja, da muss ein bisschen was Besseres her. Ich meine, okay, sie versuchen, sie bemühen sich, sie machen was. Aber hier waren sie wahrscheinlich alle zugekifft. Keine Ahnung, oder Hi an LSD oder was weiß ich was. Aber dieser Modus ist nicht wirklich das Wahre. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Jack. Haut rein.